Was guckt ihr jetzt schon zu? Wartet doch noch einen Augenblick mal. So, noch viel, viel zu früh. Ich bin noch gar nicht fertig. So. Jetzt ist mir da auch noch ein Buch untergefahren, aber da kann doch bis gleich liegen bleiben, bis ich das aufräume. Ist doch eine Schlepperei. Letztes Mal hat der Varan hier meinen ganzen Tisch so versaut und damit das jetzt nicht wieder passiert, habe ich gedacht, nehme ich mal hier schön Lackfolie. Die können wir nachher abwischen, denn ich habe hier Besuch gekriegt und den Besuch wollte ich mal eben zeigen. Ja. Da wollen wir mal gucken. Wie mache ich das auf? So. Denn beide Seiten auf? So, das war das hier mit dem Tisch. Das ist also hier Hertha. Hertha wollte unbedingt mal ins Video, weil die wohnt schon eine ganze Zeit bei uns. Und die Hertha ist eine Cayuga-Ente, ja. Ja. Zu fressen gibt es jetzt gerade nichts. Ja. So, ist gut. Und die hat mir eine Kundin gebracht. Darf ich jetzt mal reden? Ja? Die hat mir also eine Kundin gebracht. Hast du jetzt deine Meinung gesagt? Also die hat mir eine Kundin gebracht und die hat die gezüchtet. Hier haben wir das schon. Mein Schreibtisch habe ich schon mal gerettet. Das erste hat sie fallen lassen. Und die Kundin hat die zu Hause ausgebrütet. Die hatte ein paar Eier und hat die Eier in der Wohnung, in einer kleinen Brutmaschine ausgebrütet. Gibt ja solche kleinen Hobby-Brutmaschinen. Ja, Hertha, ja, wir sprechen über dich. Und hat die ausgebrütet und die hatte also einen kleinen Sohn. Und der kleine Sohn hatte da natürlich auch Spaß dran gehabt. Und die haben, als sie dann geschlüpft sind, dann immer zusammen gespielt. Das heißt also, jeder von uns kennt das, so mit so einer Gummiente in eine Badewanne gehen und schießt da die Gummiente durch. Macht man natürlich nicht mit einer lebenden Ente, sondern der Sohn hat also dann mit der Ente gespielt. Da hat sie zwei Enten ausgebrütet von ein paar Eier, die sie bekommen hat, und hat die dann in eine Wohnung großgezogen. Das ist natürlich nicht genau die richtige Tierhaltung, wie wir sie empfehlen. Dadurch werden wohl Tiere so zahm, wie unsere Hertha hier ist. Und das hat natürlich die Bekannte auch eingesehen und nach einer Zeit. Aber ich sag mal, die meisten Küken werden heutzutage in Brutmaschinen gebrütet und anschließend werden die in irgendeiner Unterkunft untergebracht, die nichts mit Natur zu tun haben, sondern mehr mit Hygiene, damit alle erstmal gesund sind, dass alle groß und kräftig werden. Und als sie dann ein gewisses Alter hatten, da hat die Bekannte die Ente zu ihrer Mutter in den Garten gebracht. Und da im Garten ist sie dann rangewachsen, hatte ein ganz tolles Leben, eine schöne Wiese gehabt und einen kleinen Teich dabei, wo sie dann schwimmen konnte. Ja, und wie dann so das Schicksal so ist, dann kam ein Tag der Fuchs. Der hat dann die Schwester von der Hertha gekillt. Und da war natürlich von der Bekannten ganz, ganz große Panik. Und die große Panik endete dann so, dass sie gefragt hat, ob ich die Hertha hier nicht aufnehmen könnte. Ja klar, retten tun wir immer, wenn wir können. Wir können nicht immer und jeden annehmen. Wir sind ja keine Tierauffangstation. Aber haben wir gemacht, ist ja eine gute Bekannte und hatten die dann. Ja, aber dann war Hertha hier so lange alleine und dann haben wir gesagt, ja, dann müsste natürlich Hertha auch irgendwann mal einen Kollege kriegen. Ja, und weil ja dann Hertha so einsam war und wir gerade Sachsenenten bekommen konnten, haben wir dann den schönen Hahn, den Heinrich, dabei genommen. Ach so, ein Hahn
Ein Hahn ist natürlich ein männliches Huhn. Den Apple. Und haben gedacht, da haben wir doch ein schönes Pärchen. Und die leben jetzt schon eine ganze Zeit bei uns auf dem Hof zusammen. Aber wir haben uns überlegt, die beiden müssten mal demnächst ein neues Zuhause kriegen. Aber wie gut es denn ging, haben wir dann erlebt, die waren eine Zeit bei uns, war im Winter schlechtes Wetter. Und da hatten sie ein schönes Nest in einer Ecke. Und ich habe den extra auf dem Hof bei uns einen kleinen Teich dabei gebaut. Und da fühlten die sich ganz wohl und noch ein kleines Entenhaus dabei. Ja, und was sehen wir eines Tages? Da kommt die Hertha mit kleinen Babys daraus. Ja, ist ja wohl zu süß. Obwohl das kleine Baby ist mittlerweile gar nicht mehr so ein kleines Baby, sondern das ist jetzt schon ziemlich groß. Ja, auf alle Fälle kamen sie dann nach einiger Zeit im Frühjahr ganz stolz mit ihrem kleinen Baby, mit ihrem Küken. Hier jetzt mittlerweile ein stolzer Sohn, fast so groß wie der Heinrich, über den Hof gelaufen. Ja, super, super toll. Ja, schön kannst du das. Richtig, nein, doch, richtig schön kannst du das. Ja, da waren wir auf einmal zu dritt, die Familie. Tja, da hatten wir gedacht, ja, dann sollen sie noch, bevor sie wieder in eine schöne Familie kommen, da sollen sie mal erstmal noch ihre Kinder großziehen und ihr Kind großziehen. Der ist dann jetzt groß geworden, aber bei uns auf dem Hof, da wisst ihr ja, da gibt es ja ganz, ganz viele Tiere, die da so rumlaufen. Und da kann man nicht immer jeden Tag beobachten, wer wo ist. Ja, und dann habe ich so ein paar Tage die Hertha gar nicht gesehen. Der Heinrich war immer irgendwo an einem Fischbecken, aber der hat mir auch nicht erzählt, wo die Hertha ist. Meine Mitarbeiter haben gesagt, Hertha ist alles in Ordnung, die kommt immer zum Füttern, ist alles gut. Ja. Und dann, ja, die packen wir aber jetzt nicht alle auf den Tisch. Wir haben jetzt mittlerweile eine achtköpfige Entenfamilie. Die wächst also mir langsam über den Kopf. Sieht man auch, der ist schon ziemlich groß hier. Hier, wie groß, zeig mal, wie groß du bist. Nee. Ah. So, jetzt sehen wir das, die wachsen mir über den Kopf. Und jetzt haben wir ein neues Zuhause gefunden. Und ich denke mal, in Kürze wird dann Hertha, Heinrich und ihre Kinder umziehen. Ja, jetzt haben wir natürlich hier die Cayuga-Ente und die Sachsen-Ente miteinander verpaart. Das, was die Züchter in vielen zig Generationen hingekriegt haben, dass die alle gleich aussehen, das haben wir jetzt gekreuzt. Und jetzt haben wir hier, so wie das aussieht, einen eigenen Farbschlag, eine Zayakus-Ente. Und da haben wir uns so überlegt, dass wir diese Zayakus-Enten, die produzieren natürlich nächstes Jahr wieder Babys, da gehen wir mal von aus. Und diese Zayakus-Enten, die wollen wir dann jetzt großziehen. Die kriegen ein ganz tolles graues Gefieder. Wollen wir uns angucken, wie das aussieht, wenn das erwachsen ist. Und dann wollen wir die eventuell als eigene Art hier bei uns auf dem Hof weiterverkaufen. Was haltet ihr davon? Findet ihr sowas spannend oder findet ihr sowas, wir sollten lieber in den Farben weiterzüchten? Findet ihr das einfach besser? Ja, aber wofür braucht man eigentlich eine Ente? Ja gut, viele Leute halten eine Ente und gehen dann demnächst nach einem Chinese und möchten dann mal Entenbrust haben. Das ist aber natürlich nicht die Sache, wofür wir Enten halten. Wir haben unsere Tiere, weil wir die gerne haben und wir wollen die lange pflegen. Und eine Ente ist natürlich eine Zierde für einen Garten. Wenn ich einen schönen großen Garten, eine große Wiese habe, einen kleinen Teich dabei, dass sie also auch ein bisschen paddeln können, da sind sie ganz toll, aber Enten sind auch grundsätzlich Schädlingsbekämpfer. Das heißt also, jeder kennt das, der einen Garten hat, die Schneckenplage kommt fast jeden Sommer. Und Schnecken fressen natürlich die Enten zu gerne. Die sind also nicht nur unterwegs. Oh. Hoppala, hoppala, hoppala. Die sind natürlich nicht nur im Garten unterwegs und fressen Schnecken, sondern alles an dem Tier, was da rumläuft. Die fressen die Wiese, die halten den Rasen kurz. Eigentlich ist das so ein Universalhaustier. Sei nicht so frech. Hertha ist immer frech. So Enten zanken immer ein bisschen, aber gleich im Garten haben die ja wieder genug Platz. Dann brauchen die nicht rumschimpfen. Ja, und damit die sich ja nicht weiter zanken, dann packen wir die jetzt auch jeden Augenblick wieder in ihre Kiste und dann kommen die wieder in ihren Garten rein. Und ich wollte euch nur mal die Geschichte erzählen, welche Geschichte unsere Tiere teilweise bei uns machen.
Natürlich sind wir ein Handelsunternehmen. Natürlich kaufen wir Tiere und verkaufen wir Tiere. Aber wir haben natürlich auch ganz viele Tiergeschichten hier im Haus. Ja, Sie können die schon einpacken. Wir haben hier ganz viele Tiergeschichten im Haus, wo Tiere auch eine eigene Geschichte haben, die sie ja leider nicht selber erzählen können. Aber ich erzähle euch die gerne. Solche Geschichten habe ich bisher noch gar nicht erzählt. Wenn ihr solche Geschichten öfter hören wollt, schreibt mir das doch mal bitte in den Kommentaren. Ich habe noch zig Geschichten auf Lager, kann ich euch alle erzählen. Ich denke mal, auch das wird ganz spannend für euch sein. Aber ich lese das ja demnächst. Und wenn ihr schreibt, ihr wollt das haben, mache ich gerne für euch noch ein paar Geschichten. Wir sehen uns nächste Tage.